Hallo YouTube und willkommen zurück zu SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Wir sind hier stehen geblieben und wollten Thaddeus sein Gelee geben. Hallo YouTube und willkommen zurück zu SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Wir sind hier stehen geblieben bei Thaddeus und wollten ihm sein Quallengelee geben. Oh, ja. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Dankeschön. Ich denke dann auch mal, wir können hier zurück nach Bikini Bottom. Ich habe mir auch mal, um natürlich, euch etwas Wissen zu vermitteln. Ja, es geht nicht nur um Spaß, sondern auch um Wissen. Ein paar Fakten rausgesucht. Und zwar gibt es zum Beispiel 7500 verschiedene Arten von Schwämmen. Schenke öffnen ist klasse. Die von wenigen Millimetern bis zu 3 Metern groß sein können. Ja. Ich nur mal erwähnt haben. Nee, da sind wir hergekommen. So. Ich denke mal. Als nächstes sollen wir dann hier. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Okay. Nimm das! Außerdem, was weiß ich, was über Schwämme? Ups. Frisch wie eine Frühlings. Nur die Larven schwimmen frei rum. Erwachsene Schwämme, die sind ja fest auf dem Boden. So wie Korallen ich zum Beispiel. Fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Jetzt immer die ganzen Schalter aktivieren. Da hoch.
Achso, ja, in der Serie sieht man ja auch öfter mal SpongeBobs Gehirn oder sein Herz. Aber im echten Leben haben Schwämme gar keine Organe. Oh, cool. Oh, nein. Roll den Schwamm. War knapp. Süß. Gary schnurrt. Okay. Komm mal dahin. Ich denke nicht. Ich könnte mir die Ballform zurückholen. Was kann man denn hiermit machen? Frühlingsbrise. Die Blasen hier sind auch voll cool. Nein. Öffnen ist klasse. Einmal durch die Stadt. Ballform schon richtig cool. Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt. Seinen Blick auf. Ah, okay, ich denke, ich sollte gar nicht stehen bleiben.
oder springen. Einmal durch die Stadt. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Ich find's völlig normal, die Tür abzuschließen. Nennt mich auch Schwamminator. Es glänzt. Patrick sollte mal wieder waschen. Autsch! Bereit für eine Runde Schwammball? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hey, Gary. Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Miau. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Miau, miau. Ups, aussehen wir schon. Oh, was für ein großer Abstand. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich! Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Jaut! Ups. Ausprobieren.
ob man öfter mehrmals hintereinander in den Flugmodus kann, wenn man schon in der Luft war. Sandy macht schon sehr Spaß. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Krasse Muskeln, seine Arme sind dünner als die von SpongeBob. Thank you.
In Schwung zu kommen. Soweit ich weiß, kommt man im Original doch nicht im Spring sein Lasso ziehen, oder? Oder halt, ihr Lasso. Kawabunga! Ah, okay. Autsch! Ha, ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Okay, schon besser.
nein. Niemals mit Texas an. Kann eine Landplage aufhalten. Tausender Tiggy nach Texas ab. Wo ist denn nochmal jetzt seine Antenne? Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Okay.
Unendlich lang bleiben. Oder habe ich jetzt losgelassen, keine Ahnung. Gleich wie lang man gleiten kann. Unterhose trage. Thank you.
Naja, ich beende dann erstmal die Folge. Und bis zum nächsten Mal.